Hi zum Aussteigerkanal. Heute gibt es mal ein ganz bestimmtes Video. Ich habe nämlich gerade einen Autounfall gehabt, wo ich noch nicht sicher ist, ob ich schuld bin oder die anderen. Ich bin hinterm hergefahren, der ist 40 gefahren und dann habe ich mir gedacht, ne, irgendwann 40, jetzt reicht's. Dann wollte ich ihn überholen und in dem Moment blinkt er und im selben Moment zieht er nach links, da wo ich schon am Überholen war. Und dann hat es natürlich Bumm gemacht. Ne? Und dann filme ich das euch jetzt mal. Etwas kaputt, bisschen mehr kaputt. Ja, das war hier irgendwie auf dieser Straße hier. Und ja, vielleicht könnt ihr davon was lernen irgendwie. Ne? Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt haben sie alle meine Daten genommen, musste ich den Führerschein natürlich zeigen, meine portugiesische Residenz, ja. Jetzt mein Versicherungspapier habe ich immer dabei gehabt, heute habe ich es mal nicht dabei. Ja. Und ja, ich werde euch jetzt hier zeigen, wie es dann weitergeht und berichten, wie es weitergeht. Jetzt sind sie hier ein bisschen unglücklich am Messen. Ich komme mir so ein bisschen vor wie im Comic. Ich habe ihnen ja mitgeteilt, dass ich habe so einen Spiegel, da ist eine Kamera eingebaut. Und es sollte eigentlich auf der Kamera sein. Kann das jetzt aber selber nicht auslesen, weil die Anleitung von der Kamera, das ist aus China, das ist so klein geschrieben, das kann ich nicht mal mit Lesebrille lesen, ne? So klein ist das. Ich weiß nicht, wo der hingeht, weil wo der zweite Bulle steht, da war ich überhaupt nicht. Ne? Also das ist schon ein bisschen Comic hier. Ne? Also ich weiß ja, ich hoffe, es ist auf der Karte von der Kamera drauf, muss ja eigentlich drauf sein. Ne? Jetzt müssen sie aber abmessen, wie lang es hier ist zum Schild. Also bei dem Schild waren wir gar nicht, weil ich habe vor dem Überholverbot überholt. Ne? Es gab kein Überholverbot bei mir. Die sind ja witzig. Naja, das heißt, ich habe jetzt gerade mal die Straße runtergeschaut. Da ist ein rundes Schild. Vielleicht ist es doch ein Überholverbot. Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt jedenfalls keine Nerven mehr, dem 40 km/h-Typen mehr zu fahren. Naja, ich bin ja gespannt, wie es weitergeht und was dabei rauskommt. Also, ich bin jetzt zu Hause. Das Auto ist ja noch gefahren. Ich habe es nach Hause gefahren. Mittlerweile war ich bei dem Versicherungsvertreter, der sich im Dorf befindet, bei dem ich die Versicherung abgeschlossen habe. Und habe mit ihm geredet. Der hat geschimpft mit der Polizei, weil ich weiß jetzt schon besser Bescheid. Man weiß ja nichts, was passiert in so einem Land, ne? Was man nicht wirklich kennt. Und ich hatte noch nie einen Unfall in meinem Leben. Also hat er geschimpft, denn dieses Papier, was man ja immer mitführen muss, ja, dieses Papier, das hatte ich ja im Auto und habe es auch dem GNR-Typen gezeigt. Und er hat gemeint, nein, das brauchen wir nicht. Und man hört ja immer schön auf die Polizei, ne? Und hat seine eigenen Dokumente da, musste ich da was ausfüllen. Dann musste ich einen kleinen Aufsatz schreiben, wie aus meiner Sicht der Unfall war, das unterschreiben und das war auch schon alles. Dann mussten wir beide noch Alkohol blasen und es gab keinerlei Überprüfung, ob man jetzt was geraucht hat oder sowas. Ich weiß nicht, ob die das in Deutschland machen, aber hier habe ich das noch nie gesehen. Ich glaube, das kennen die gar nicht. Genau, also der Versicherungsvertreter meinte, auf gut Deutsch, der blöde Bulle, das geht gar nicht, dass die das machen. Das muss ausgefüllt werden. Eins, das sind die beiden Teilnehmer des Unfalls. Das kann man ausfüllen, wenn man sich gütlich einigt mit jemandem. Dann wird es unten unterschrieben. Da wird geschrieben, wie der Unfall war. Es wird unterschrieben von beiden Parteien und dann können beide Parteien nach Hause fahren. Eine gütliche Einigung. Dann kann man mit der Versicherung innerhalb von ein paar Tagen hat man die Antwort. Ja, aber es ist in unserem Fall ja nicht passiert. Das heißt, dieser Vorgang des Ausfüllens musste im Versicherungsbüro passieren. Und er sagt, er muss dann zur Polizei gehen und den Aktenvorgang rausholen bei der Polizei. Und das kostet jedes Mal 100 Euro.
Und dafür hat er sich halt tierisch aufgeregt. Die Polizei weiß das auch, aber die macht es halt absichtlich, damit die Versicherungsvertreter zahlen müssen. Ja. Und jetzt haben wir ungefähr 1, 2, 3, 4, 5 Tage nach dem Unfall. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen von einer Autogarage in Orléans. Da muss ich mein Auto vorstellen. Und da schätzen Sie, wie viel die Reparatur von meinem Auto kostet. Ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, also heute gefühlt Wochen später nach dem Unfall habe ich jetzt Bescheid gekriegt, dass ich doch schuld sein soll an dem Unfall, weil ich den Abstand zum Vordermann nicht eingehalten hätte, was ich eine absolut brunzblöde Erklärung finde. Also, weil man fängt doch nicht, also ich meine, ich bin 40 gefahren, das heißt halber Tachoabstand, 20 Meter hinter ihm, man fängt doch nicht 20 Meter hinter ihm das Überholen an. Ja, also das ist doch eine brunzblöde Erklärung. Es ist, wie ich gedacht habe, dass es ist, dass der Portugiese hier meistens recht kriegt. Ja, so ist es. Weil es ist mir absolut unverständlich, warum ich jetzt an diesem Unfall schuld sein soll, während er sich einfach horizontal vor mir querstellt auf der Straße und ich muss reinfahren, weil der sowas macht, bin ich jetzt schuld. Ne? Also kannst du echt vergessen. Am liebsten würde ich die Kackversicherung wechseln, bringt aber auch nichts. Ne? Also, ich muss jetzt die Kacke bezahlen und tja, so ist es ausgegangen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Also dann, bis zum nächsten Mal.